Ja, guten Morgen miteinander, geschätzte Regierungskollegin Stocker. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Medienkonferenz. Es ist die Medienkonferenz von der Zürcher Regierung zu den Abstimmungen vom 9. Februar dieses Jahr. Wir werden Ihnen in einer Reihenfolge 4 Vorlagen vorstellen. Zuerst das Taxigesetz, dann das Thema Rosengarten, das wird ich bestreiten, und dann die beiden Steuerinitiativen, die mein Regierungskollege und der Finanzdirektor Ernst Stocker wird Ihnen präsentieren. Und am Anfang von dieser Präsentation haben Sie jedes Mal das Vergnügen von einer Uraufführung. Es ist nämlich die Uraufführung von unserem Abstimmungsvideo, wo Sie ja dann später auch online anschauen können. Und darum komme ich bereits zur ersten Vorlage vom 9. Februar, nämlich das Gesetz über den Personentransport mit Taxis und mit Limousinen, aber einfach im Volksmund Taxigesetz genannt. Und das Taxigesetz oder eben das Gesetz über den Personentransport mit Taxis und Limousinen, das sieht vor eine Vereinheitlichung vom Taxi- und Limousinenwesen im ganzen Kantonsgebiet. Der Regierungsrat grundsätzlich begrüßt oder hätte begrüßt eine einheitliche Regelung. Er ist aber auch ganz klar der Meinung, dass die Vorlage, die der Kantonsrat jetzt ausgearbeitet hat, über das Ziel rausschiesst. Und damit Sie das verstehen können, würde ich jetzt mal sagen, zum ersten Mal an dieser heutigen Pressekonferenz Film ab. Um was geht es bei der Abstimmung über das Gesetz über den Personentransport mit Taxis und Limousinen? Wie sieht die Ausgangslage aus? Der Kantonsrat befand, dass seit einigen Jahren ein Qualitätsverlust im Taxigewerbe zu beobachten ist. Deshalb beauftragte er den Regierungsrat, eine Gesetzesvorlage auszuarbeiten. Diese sollte das Taxiwesen in minimalster Form kantonal regeln. Der Regierungsrat unterbreitete dem Kantonsrat eine Gesetzesvorlage, die einheitliche Anforderungen und Bewilligungen vorsieht. Weil die Vorlage dem Kantonsrat allerdings zu wenig weit ging, erweiterte dieser daraufhin das Gesetz, sodass es nebst Taxis auch Limousinen betrifft und somit zum Beispiel auch das Angebot von Uber. Gegen dieses vom Kantonsrat beschlossene Gesetz wurde das Kantonsratsreferendum ergriffen. Deshalb stimmen wir darüber ab. Was regelt das kantonale Gesetz? Das neue Gesetz sieht einen Taxiausweis für das Führen eines Taxis und eine Taxifahrzeugbewilligung vor, die beide vom Kanton erteilt werden. Alle Taxis müssen einen Taxameter einbauen und eine Taxilampe montieren. Zudem ist die Vermittlung von Fahraufträgen mit Taxis oder Limousinen nur erlaubt, wenn die Fahrerinnen oder Fahrer zum berufsmäßigen Personentransport berechtigt sind. Fahrdienste, die diese Auflagen nicht erfüllen, werden verboten. Ferner wird der Vollzug des Taxi- und Limousinenwesens dem Kanton übertragen. Der Kanton muss neu ein Register führen, Plaketten für die Limousinen vergeben und Sanktionsmaßnahmen erlassen. Was sind die Argumente des Kantonsrates? Das neue Gesetz regelt das Taxi- und Limousinenwesen einheitlich für den ganzen Kanton. Fahrdienste, die diese neuen Auflagen nicht erfüllen, werden verboten. Das kantonale Taxigesetz wirkt sich positiv auf die Angebotsqualität aus. Was sind die Argumente des Regierungsrates? Das neue Gesetz führt weder zu einer sichereren noch zu einer besseren Dienstleistung. Die Limousinenunternehmen haben neu einen administrativen Aufwand ohne ersichtlichen Nutzen. Aufgrund neuer Hürden wird der Wettbewerb erschwert. Zürcher Limousinenunternehmen werden im interkantonalen Wettbewerb benachteiligt. Der Kantonsrat empfiehlt ein Ja. Der Regierungsrat empfiehlt ein Nein. Weitere Informationen finden Sie in den Abstimmungsunterlagen des Kantons.
Das wäre also die erste Premiere gewesen. Aber um zu verstehen, geschätzte Damen und Herren, warum die Regierung jetzt das neue Taxi- und Limousinengesetz ablehnt, da muss ich ein bisschen ausholen. Ursprünglich, nämlich im Frühling 2013, hat uns das Parlament mit einer Motion beauftragt, ein sogenanntes kantonales Taxigesetz auszuarbeiten. Und damals, 2013, ist es vor allem darum gegangen, die Qualität der Dienstleistungen zu verbessern, zum Beispiel auch, indem man den Taxiunternehmen den freien Marktzugang ermöglicht hätte. Und weiter sollen die rechtlichen Voraussetzungen für die Zulassung und die sicherheitsspezifischen Pflichten festgelegt werden. Für den Vollzug wären laut Vorschlag der Zürcher Regierung weiterhin Gemeinden zuständig gewesen, während das Bewilligungsverfahren selber neu zum Kanton übergegangen wäre. Die Zürcher Regierung hätte diese schlanke Regulierung des Taxiwesens begrüßt. Weil einheitliche Regeln für sämtliche Zürcher Taxis, glauben wir, sowohl im Interesse der Kundinnen und Kunden gelegen wären, aber auch von den Taxiunternehmen. Allerdings hat dann der Kantonsrat diverse zusätzliche Regelungen beschlossen. Und diese zusätzlichen Regelungen, die schiessen jetzt aus der Sicht der Regierung halt einfach über das Ziel raus. Ohne dass mit diesen zusätzlichen Regulierungen die gewünschte Verbesserung und auch vor allem die Qualität des Taxiwesens, und das ist ja das oberste Ziel, wenn man dort legiferieren, dass man eine Verbesserung haben, dass man das erreichen kann. Weil weder führt ein Taxi- oder Limousinenwesen und Fahrten mit dem neuen Gesetz zu sichereren Fahrten und noch garantieren sie, dass jetzt eine bessere Dienstleistung für die Bevölkerung erbracht wird. Im Gegenteil, aufgrund der neuen Hürden ist eher mit einer Qualitätseinbuße zu rechnen. Der Kantonsrat will jetzt, Sie haben das im Film gesehen, neben Taxi, Unternehmen auch die Limousinen-Service-Unternehmen gesetzlich regeln. Und der Kantonsrat will das trotzdem, obwohl eigentlich der berufsmässige Personenverkehrstransport mit Limousinen bereits auf Bundesebene ja genügend geregelt ist. Wir schätzen, dass rund 1'500 Limousinenfahrzeuge neu vom kantonalen Gesetz betroffen wären. Und diese Limousinenfahrerinnen und Fahrer, die würden das Gesetz eben in dem, durch das Gesetz in ihrer Wirtschaftsfreiheit aus unserer Sicht klar beeinträchtigt, ihre Wirtschaftsfreiheit würde erschwert, weil ja das Gesetz nur für den Kanton Zürich, es ist ein Kantonalzürcher Gesetz, könnte gelten. Das heisst also, Unternehmen aus anderen Kantonen, die wären freier. Und so würde das Gesetz natürlich auch innovative Geschäftsideen den Zugang zum Markt klar erschweren. Und beides schwächt den Wettbewerb unter den Anbietern ganz klar. Und es wäre auch nicht mit mehr Qualität zu rechnen. Ich möchte auch daran erinnern, dass der Kantonsrat vor einigen Jahren das Gesetz zur administrativen Entlastung der Unternehmen beschlossen hat. Das gilt ja seit dem 1. Januar 2011. Und die Zürcher Regierung ist der Meinung, dass das neue Taxi- und Limousinengesetz dem Entlastungsgesetz widerspricht. Jetzt ist es allerdings so, dass in den letzten Wochen sehr viel auch in den Medien über Uber berichtet worden ist. Und dabei ist es vor allem um die Frage gegangen von der sozialen Absicherung der Fahrerinnen und Fahrer. Und vor allem um die wichtige Frage, sind jetzt Uber-Fahrerinnen und Fahrer Angestellte oder sind sie selbstständig erwerbend? Und darum ist mir wichtig, an dieser Stelle zu betonen, das Zürcher Taxi- und Limousinengesetz, das wir am 9. Februar abstimmen, das klärt diese Frage nicht. Das klärt sie wirklich nicht. Das schafft auch keine rechtliche Grundlage dafür, den Uber-Fahrer vorzuschreiben, wie sie ihre Fahrerinnen und Fahrer behandeln müssen, also ob sie anstellen müssen oder nicht. In der Diskussion im Kantonsrat ist vor allem darum gegangen, um das Angebot Uber-Pop. Und dazu kann man sagen, dass Uber-Pop, das ist ja das, wo quasi jede Privatperson unter bestimmten Bedingungen eine bestimmte Anzahl Fahrten einfach machen können. Das Angebot ist unterdessen
in der Schweiz eingestellt worden. Und zwar ist sie eingestellt worden, weil Kontrollen stattgefunden haben, auch polizeiliche Kontrollen, und weil auch der gesellschaftliche und auch der politische Druck wahrscheinlich einfach zu gross geworden ist. Und dafür hat es kein neues Gesetz gebraucht, weder national noch im Kanton Zürich. Und darum ist der Regierungsrat überzeugt, dass das neue Taxi- und Limousinengesetz keine Verbesserungen bringt, weder für Kundinnen und Kunden noch für die betroffenen Unternehmungen, aber auch nicht für die Fahrerinnen und Fahrer übrigens, das ist mir auch wichtig zu betonen, auch nicht für unsere Zürcher Verwaltung und letztlich damit auch nicht für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in diesem Kanton. Und darum empfiehlt der Regierungsrat die Vorlage zur Ablehnung und damit eben den Stimmberechtigten ein Nein in die Urne zu werfen. Das wäre die Vorlage zum Taxi- und Limousinengesetz gewesen. Und damit käme ich zum Thema Rosengarten. Ich glaube, bei diesem Thema geht es um ein Generationenprojekt am Rosengarten, wo mit dem Gesamtprojekt Rosengarten Tram und Rosengarten Tunnel das allererste Mal einen verkehrsübergreifenden gemeinsamen Ansatz gemeinsam von Stadt und gemeinsam von Kanton zusammen miteinander zu einer kantonalen Abstimmung kommt. Und es ist ein Verkehrsproblem. Es ist bekannt, das seit bald 50 Jahren besteht und seit bald 50 Jahren wird nach Lösungen gesucht. Die Rosengartenachse in der Stadt Zürich ist 1972 zur Hauptverkehrsachse ausgebaut worden, wohlgemerkt als Provisorium für den damaligen noch Durchgangsverkehr. Und darum ist es im Moment, denke ich, schon etwas bisschen historisch, dass jetzt die kantonale Stimmbevölkerung, unsere Bevölkerung, sie in der Hand hat, darüber zu entscheiden, wie die Zukunft am Rosengarten nach 50 Jahren aussieht. Und natürlich haben wir ja auch hier eine Premiere, das wäre unser zweites Abstimmungsvideo. Um was geht es bei der Abstimmung über das Projekt Rosengarten-Tram und Rosengarten-Tunnel in der Stadt Zürich? Wie sieht die Ausgangslage aus? Die Rosengartenstraße in der Stadt Zürich ist eine wichtige Verbindungs- und Erschließungsachse. Mit rund 56.000 Fahrzeugen pro Tag ist sie eine der am stärksten befahrenen Straßen der Schweiz, die mitten durch ein Wohngebiet führt. Staus und Beeinträchtigungen des öffentlichen Verkehrs gehören hier zum Alltag. Die Wohnbevölkerung leidet seit Jahrzehnten unter dem Lärm und den Schadstoffen. Was will das Gesamtprojekt? Das Gesamtprojekt Rosengarten-Tram und Rosengarten-Tunnel soll diese Situation dauerhaft verbessern. Die stark frequentierte Verkehrsachse soll unter den Boden verlegt werden. Dafür dient der geplante Rosengartentunnel. Mit dem rund 2,3 Kilometer langen Straßentunnel bleibt diese wichtige Verbindung zwischen großen Lebens- und Arbeitsplatzgebieten auch in Zukunft ausreichend leistungsfähig. Die aktuelle Straßenkapazität bleibt erhalten, wird aber nicht ausgebaut. So entsteht oberirdisch Platz für das Rosengartentram und neues Quartierleben. Die Rosengartenstraße soll nur noch dem öffentlichen Verkehr, der Quartiererschließung und dem Fuß- und Veloverkehr dienen. Das geplante Rosengarten-Tram stärkt die Achse für den öffentlichen Verkehr und nimmt den zukünftigen Mehrverkehr auf. Es entstehen rund 3,1 Kilometer Neubaustrecke zwischen Milchbuck und Albisriedeplatz. Zwei neue Tramlinien verbinden Zürich Nord und Zürich West bzw. Zürich Süd auf direktem Weg und entlasten den Knoten um den Hauptbahnhof. Sie binden den Bahnhof Hardbrücke noch stärker ins städtische Tramnetz ein. Das Rosengarten-Tram ist deshalb zentral für die Weiterentwicklung des Tramnetzes in der Stadt Zürich. Zur Realisierung des Projekts Rosengarten-Tram und Rosengarten-Tunnel haben sich der Regierungs- und der Kantonsrat für eine Vorlage mit zwei Beschlussteilen ausgesprochen. Ein Spezialgesetz zur Planung des Projekts
und eine Vorlage zur Bereitstellung eines Rahmenkredits von 1,1 Milliarden Franken. Gegen die Vorlage wurden jedoch das Volks- und das Gemeindereferendum ergriffen. Deshalb stimmen wir darüber ab. Damit das Gesamtprojekt realisiert werden kann, müssen beide Beschlussteile angenommen werden. Was sind die Argumente der Gegner der Vorlage? Das bestehende Verkehrsproblem an der Rosengartenstraße wird nicht gelöst, sondern verlagert. Es ist damit zu rechnen, dass die Mietpreise in den entsprechenden Wohnquartieren steigen. Das Projekt ist unausgereift und mit sehr hohen Kosten verbunden. Der Bund hat seine finanzielle Beteiligung noch nicht zugesichert. Was sind die Argumente des Regierungsrates? Das Rosengarten-Tram stärkt den öffentlichen Verkehr und kann die steigende Nachfrage aufnehmen. Der Rosengartentunnel bringt nicht mehr Verkehr, sondern wickelt diesen flüssig ab. Mit dem Gesamtprojekt wird der oberirdische Straßenverkehr massiv reduziert, die Lebensqualität für die Anwohnerinnen und Anwohner steigt. Regierungsrat und Kantonsrat empfehlen für beide Beschlussteile ein Ja. Weitere Informationen finden Sie in den Abstimmungsunterlagen des Kantons. Ja, geschätzte Damen und Herren, Sie haben es gehört. Der Regierungsrat empfiehlt der kantonalen Stimmbevölkerung ein Ja zum Gesamtprojekt Rosengarten-Tunnel und Rosengarten-Tram. Die Rosengartenachse ist nämlich nicht nur für die Stadt Zürich wichtig, sondern für den ganzen Kanton. Und zwar wegen ihrer zentralen Lage im Strassenwesen, im Strassennetz vom Kanton Zürich, aber auch wegen ihrer zentralen Netz im ÖV-Netz. Zentrale Lage im ÖV-Netz. Aber auch wegen der vielen Wohnungen, die dort sind, und der vielen Arbeitsplätze im Einzugsgebiet des Rosengarten. Die Rosengartenachse ist zusammen mit der Hartbrücke die einzige leistungsfähige Strassenverbindung zwischen Zürich Nord, der Flughafenregion und dem übrigen nordöstlichen Kantonsgebiet auf dem einen und Zürich West und dem wichtigen Gebiet südlich von der SBB-Gleis mit dem Limmatal auf der anderen Seite. Man kann also sagen, dass der Rosengarten gewissermaßen der zentrale Nerv oder man kann es auch sagen, die Hauptschlagader mitten durchs Herz vom Kanton Zürich darstellt. Und das lässt sich auch statistisch sehr eindrücklich beweisen. Allein im näheren Einzugsgebiet von dieser Verkehrsachse, das heisst in Zürich West und Zürich Nord und in den Stadtkreisen 6, 10 und 3, wohnen 320'000 Menschen. Und das ist mehr als ein Fünftel der ganzen Kantonsbevölkerung. Und ich habe noch ein anderes Beispiel, es ist mehr als in der Stadt Basel und Winterthur zusammen. Und im gleichen Gebiet, da arbeiten fast 284'000 Menschen. Das sind knapp 30% von allen Beschäftigten im Kanton Zürich. Und das einfach einmal in den städtischen Gebieten einberechnet. Und darum ist es eigentlich klar, wenn man auch auf die Statistik schaut, dass eine leistungsfähige und vor allem eine effiziente Erschliessung für die Zukunft auch volkswirtschaftlich außerordentlich wichtig ist. Nach der Prognose hat allein schon die Stadt Zürich in den nächsten 15 Jahren über 500'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Das sind 16% mehr als heute. Und es ist darum für mich auch bezeichnend, dass zusammen mit der Rosengartenabstimmung der Kantonal am 9. Februar auch in der Stadt Zürich der Neubau für das Tramdepot am Escherwiesplatz mit 193 zusätzlichen Wohnungen, gemeinnützige notabene, zur Volksabstimmung kommen. Und das ist eine Abstimmung in der Stadt Zürich. Genau an dieser neuen Achse auch vom Tram Rosengartenstrasse. Aber auch bei den Arbeitsplätzen und bei den Pendlerinnen und Pendlern gehen wir von einem markanten Wachstum aus. Das heisst, wir können heute nicht davon ausgehen, dass wir eine Stagnation oder sogar eine Reduktion der Mobilitätsnachfrage werden haben. Im Gegenteil, wir gehen davon aus, dass die Nachfrage noch steigen wird. Vor allem im öffentlichen Verkehr ist es halt so, dass in den letzten Jahren
er nicht hätte können, wie gewünscht weiterentwickelt werden. Wieso nicht? Weil einfach schlicht der Platz fehlt. Platz für mehr Bus, Platz für ein Tram. Das haben übrigens auch die Stadt Zürcher Stimmberechtigten so gesehen, wo sie damals zweimal Nein gesagt haben zu einem Rosengarten-Tram ohne Lösung für den Individualverkehr. Das Rosengarten-Tram, das kann das jetzt ändern. Der künftige Mehrverkehr kann nämlich vollständig mit dem öffentlichen Verkehr bewältigt werden. Die beiden geplanten Tramlinien, sie werden die steigende Nachfrage auf absehbare Zeit abdecken können, indem nämlich die ÖV-Kapazität auf der Rosengarten-Achse gegenüber heute fast verdoppelt wird. Heute haben wir 1900 Fahrgäste pro Stunde und Richtung und in Zukunft werden wir 3'500 Fahrgäste pro Stunde und Richtung können abwickeln. Aber auch der Fußverkehr und auch der Veloverkehr wird vom Projekt profitieren. Darum ist das Rosengarten-Tram ein zentrales Element in der Entwicklungsstrategie der VBZ bis 2030. Es schafft nämlich ein leistungsfähiges und ein attraktives Tramangebot dort, wo auch die urbanen Entwicklungsschwerpunkte miteinander verbunden sind. Durch die neue Tramtangente zwischen Albisriederplatz und Milchbuck werden die heutigen überlasteten Knoten rund um den Hauptbahnhof entlastet. Es entstehen neue, sehr attraktive Direktverbindungen, damit viele Fahrgäste werden ohne Umweg ihr Ziel erreichen können. Und so wird eben auch Platz geschaffen für zusätzliche Fahrgäste in der Innenstadt, ohne dass das einfach schlicht nicht mehr möglich wäre, in der Innenstadt das Angebot weiterhin attraktiv zu halten. Ich glaube, es ist erlebbar jeden Tag in der Bahnhofstrasse, am Bahnhofplatz und am Zentral. Auch am Milchbuck und am Buchheckplatz und am Albisriederplatz können dank dieser neuen Tramlinie in Zukunft mehr Leute umsteigen und sie können attraktiver umsteigen. Und was sehr wichtig ist, der Bahnhof Hartbrück, wo heute über 49'000 Fahrgäste jeden Tag hat. Und würde man dann noch Tram- und Bushaltestellen bei der Hartbrück einbeziehen, dann kommt man auf 56'000 Fahrgäste jeden Tag. Das ist also einer der meist frequentiertesten Bahnhöfe der Schweiz. Er wird mit dem neuen Rosengarten-Tram deutlich besser und sehr attraktiv als Tramnetz angebunden. Wenn also das Rosengarten-Tram nicht realisiert werden kann, dann wird der zentrale Quantensprung im öffentlichen Verkehr auch im Sinne der VBZ-Strategie 2030 nicht möglich werden. Und das alles, das funktioniert nur, wenn der Autoverkehr unter die Erde verschwindet. Die Kapazität für den Autoverkehr wird mit dem Rosengarten-Tunnel auf dem heutigen Stand von 56'000 Fahrzeugen pro Tag gedeckelt. Das heisst, trotz dem Wachstum, das ich Ihnen erwähnt habe, werden auch in Zukunft nicht mehr Auto über die Rosengarten-Achse verkehren. Das ist eine gültige Abmachung zwischen dem damaligen Volkswirtschaftsdirektor, meinem Vorgänger, Ernst Stocker und der damaligen Tiefbauvorsteherin Ruth Genner. Das heisst aber nicht, dass der Tunnel wenig Nutzen bringen soll. Das heisst, diese wichtige Verbindung die wird eben für die Zukunft fit gemacht. Durch die Verflüssigung des Verkehrs werden die Reisezeiten wieder planbar und in der politischen Debatte ist ja sehr oft auch das Thema die Rede vom Klima. Die Klimadebatte, man kann auch sagen, auch die grüne Zustimmung in den Wahlen, das habe ich mir natürlich auch überlegt, was bedeutet denn das jetzt für das Projekt? Und glauben Sie mir, auch im Hintergrund von dieser Klimadebatte und dieser grünen Welle habe ich überhaupt keine Angst, für das Projekt anzustehen. Ganz im Gegenteil, weil es nämlich ein gutes Projekt ist für das Klima. Erstens, weil die ganze zukünftige Mehrverkehrsentwicklung über den öffentlichen Verkehr abgewickelt wird und über Velo- und Fußverkehr. Dort wird er aufgefangen. Anteilsmässig findet eine deutliche Verlagerung
zu umweltfreundlicher Mobilität statt zum öffentlichen Verkehr, zu Fuß- und Veloverkehr auf der Rosengartenachse. Und zweitens, unsere Mobilität, ich habe es vorher rein statistisch schon angetönt, die wird sich auch in den kommenden Jahren grundlegend noch verändern. Aber Infrastrukturen wie der Rosengartentunnel, die werden darum nicht überflüssig. Weil, ich erinnere daran, auch selbstfahrende Auto, Elektromobil, wasserstoffbetriebene Fahrzeuge oder was auch immer Technologie an Neuem wird bringen, die alle werden auch Platz brauchen. Erst recht, wenn die Stadt noch wachsen will. Und drittens, durch den Abbruch und die Umgestaltung der heutigen Verkehrsinfrastrukturen entstehen viele neue Grünflächen. Die Grünbilanz ist insgesamt klar positiv. Das heisst, besser als heute. Und das gilt auch für viele neue Begegnungsorte, für unsere Bevölkerung, Orte, die man heute als Unort bezeichnet. Nur ein Beispiel: Das Rosengartenschulhaus wird in Zukunft wieder für die Schülerinnen und Schüler, also Kind von morgen, ebenerdig können erreichbar sein. Und der Buchheckplatz, der wird ein vollständig neues Gesicht bekommen. Und darum fordere ich an dieser Stelle alle auf, an dem Prozess von der Zukunft mitzumachen, sich aktiv einzubringen und sich zu engagieren. Und viertens, viele Gebäude entlang von der Rosengartenstraße sind heute in einem schlechten Zustand. Auch das würde ich der Klimabewegung sagen. Und kommt es zu einer Erneuerung von der Bausubstanz entlang von dieser Nachts, wird auch die Energieeffizienz deutlich erhöht. Und dazu kommt, dass die Stadt Zürich das Recht hat auf Erlass von einer Planungszone. Das steht im Rosengartengesetz. Und damit kann sie direkt auf die neue Bebauung Einfluss nehmen. Und der Stadtrat will das auch machen. Und so kann er auch der sogenannten Gentrifizierung entgegenwirken. Also Sie haben es gehört, wenn das Gesamtprojekt realisiert werden soll können, braucht es ein doppeltes Ja zum Gesetz und zum Rahmenkredit. Das Vorhaben wird aber der Stimmbevölkerung bereits im Zustand von einer Planungsstudie vorgelegt. Das heisst aber nicht, dass die Bevölkerung Katz im Sack damit kaufen. Die betroffene Bevölkerung wird selbstverständlich in allen entsprechenden noch kommenden Verfahrensabschnitten Mitwirkungsmöglichkeiten haben. Es ist ja üblich, auch dass das Projekt aufliegt nach Strassengesetz mit entsprechenden rechtlichen Möglichkeiten. Aber ich habe es schon erwähnt, es wird auch informelle, partizipative Prozesse geben. Aber ich sage es an dieser Stelle auch, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es auch Herausforderungen wird haben am Rosengarten. Städtebauliche Herausforderungen, die sind vor allem in dem Bereich der Tunnelportale. Und das ist ganz klar für mich, dass man dort mit grösster Sorgfalt und mit grösster öffentlicher Mitwirkung arbeitet. Aber ich bin überzeugt, ich bin tief überzeugt davon, dass man Lösungen finden wird. Weil ich glaube übrigens auch an die Fähigkeiten für unsere Architektinnen und Architekten und unsere Ingenieurinnen und Ingenieure, dass sie da eine zukunftsgerichtete Lösung finden. Und in diesem Zusammenhang darf man nie vergessen, es werden auch 3 Tunnelportale zurückgebaut. Es wird nie davon geredet, aber ich möchte es hier einmal sagen, der Buchegg und der Hirschwiesentunnel, sie werden nämlich nicht mehr gebraucht und können zurückgebaut werden. Übrigens hat die Rosengartenbrücke, im Volksmund nennt man sie Bananenbrücke, weil sie so eine krumme Form hat, die braucht es auch nicht mehr für die Zukunft. Und da wären doch Ideen gefragt, was macht man denn mit so einer Bananenbrücke von der Zukunft? Vielleicht will man sie auch nicht mehr. Aber nur wenn man zweimal Ja stimmt, hat man all die Chancen, an die Zukunft mitzugestalten. Und nur wenige Worte zum Bau. Das Projekt wird in 2 Schritten erstellt. Zuerst wird der Rosengartentunnel gebaut. Wir rechnen mit 5 bis 6 Jahren, einfach Bauzeit. Und dann, wenn der Tunnel da steht, also wenn man den Strassenverkehr in den Tunnel führen kann, in den Rosengartentunnel, dann kann man oberirdisch das Tram anpacken und das Tram bauen. Wir rechnen mit einer Bauzeit vom Tram mit 2 Jahren.
Und es ist darum auch schlicht und ergreifend falsch, wenn behauptet wird, es gäbe jetzt mindestens 10-jährige oberirdische, die Bevölkerung belastende Dauerbaustelle am Rosengarten. Und es werden übrigens auch keine Steuergelder verschleudert, weil die Finanzierung über den Verkehrsfonds und den Strassenfonds sichergestellt ist und der Bund 40-45% von diesen Kosten wird übernehmen. Sprechen wird der Bund allerdings, wie das halt so üblich ist, das erst, wenn das Kantonsbevölkerung dieser Vorlage zugestimmt hat und wir ein detailliertes Projekt haben, das wir den Antrag stellen können. Und übrigens möchte ich an dieser Stelle auch sagen, glauben Sie mir, und das ist jetzt eine persönliche Bemerkung, das war im Fall nicht meine Idee gewesen. Und das ist im Fall auch nicht mein Tunnel, wie man etwa die hört. Da können Sie nämlich einen Leiterbericht von Erich Zeller lesen, aus dem Jahr 2001, wo 30 Jahre Rosengartenstrasse beschreiben. 30 Jahre, das kann man abladen bei der Homepage vom Quartierverein Wipkingen. Und ich muss sagen, wenn man das liest, ist man beeindruckt, wie jetzt zwischenzeitlich bald 50 Jahre dann Lösungen gesucht werden und Menschen über das diskutieren. Und jetzt ist die Chance da, dass wir eine Lösung haben für die kommenden Jahrzehnte. Wir haben auch keinen Plan B bei der Ablehnung von dieser Vorlage. Geschätzte Damen und Herren, Zürcherinnen und Zürcher, die kennen jetzt denn seit bald 50 Jahren nichts anderes als Stau am Rosengarten, Stau für die Autos, aber auch im Stau stehen in den Bussen, wo es nicht vorwärts kommt. Schwierige Situation zum Wohnen. Und die Bevölkerung hat seit 50 Jahren am Rosengarten für aus meiner Sicht klar verfehlte Verkehrspolitik von damals den Kopf angekippt. Und auch wenn es jetzt noch ein paar Jahre dauert, bis der Tunnel und das Tram die Verbesserung bringt, und auch wenn es eine Baustelle wird geben, glauben Sie mir, diese Situation ist immer noch viel besser als das, was heute am Rosengarten ist. Und darum hat die Bevölkerung jetzt die Chance, die Weichen zu stellen für eine gute Lösung, für eine pragmatische Lösung und damit nicht einer dritten Generation ein ungelöstes Problem mitten im Herz vom Kanton Zürich überzugeben. Und darum empfiehlt Ihnen der Regierungsrat vom Kanton Zürich und der Stadtrat von Zürich ein zweimals Ja am 9. Februar zu diesen beiden Vorlagen. Und damit gebe ich gerne das Wort mit dem Regierungskollegen Ernst Stocker zu den beiden Steuervorlagen weiter. Besten Dank, geschätzte Damen und Herren Medienschaffende, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Wir gehen über von diesen spannenden Verkehrsvorlagen zu den trockenen Steuervorlagen. Ich habe eigentlich gedacht, 2019 sei das Steuervorlagenjahr. Wir haben so viel geredet über Steuern. Kaum fangen wir im 20. Jahr. Ist schon wieder Steuern ein Thema. Es liegen zwei Volksinitiativen auf dem Tisch für Zürcher Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zur Abstimmung. Und Sie sehen den gerade auf dieser Foto bezeichnen. Darum brennt das Licht beim Finanzdirektor immer im Büro, weil er sich immer muss mit Steuervorlagen umschlagen muss. Jetzt gehen wir aber direkt ins Video. Um was geht es bei der Abstimmung über die Entlastungsinitiative und über die Mittelstandsinitiative? Was fordern die beiden Volksinitiativen? Beide Volksinitiativen verlangen eine Änderung des kantonalen Steuergesetzes. Die Entlastungsinitiative will die unteren und mittleren Einkommen steuerlich entlasten und die hohen Einkommen stärker belasten. Die Mittelstandsinitiative will bei der Einkommenssteuer grundsätzlich alle Steuerpflichtigen und insbesondere die hohen Einkommen entlasten. Was will die Entlastungsinitiative? Tiefe und mittlere Einkommen von Alleinstehenden bis 100.000 Franken sollen entlastet werden. Ebenso von Verheirateten bis 120.000 Franken. Höhere Einkommen sollen dagegen stärker belastet werden. Die höchste Progressionsstufe soll von 13% auf 17% angehoben werden. Das heißt, der Steuertarif für die hohen Einkommen soll verschärft werden.
Was sind die Argumente der Initianten für die Entlastungsinitiative? Nach Jahren der Umverteilung von unten nach oben hat nun die große Mehrheit der Bevölkerung einen Anspruch auf Entlastung. Die Progressionsstufen werden so angepasst, dass 90% der Bevölkerung entlastet werden, während die reichsten 10% künftig mehr bezahlen. Die Steuereinnahmen werden insgesamt nicht sinken. Die Verteilung der Steuerbelastung wird aber gerechter. Was sind die Argumente des Regierungsrates gegen die Entlastungsinitiative? Bei Annahme der Initiative würde der Kanton Zürich zu einem der teuersten Standorte für hohe Einkommen, was Wegzüge und Steuerertragsverluste zur Folge haben könnte. Die steuerliche Belastung für mittlere Einkommen ist im Kanton Zürich im interkantonalen Vergleich bereits heute moderat. Die vorgesehenen Entlastungen bei tiefen und mittleren Einkommen würden für verschiedene Gemeinden zu substanziellen Steuerausfällen führen. Der Regierungsrat und der Kantonsrat empfehlen ein Nein. Was will die Mittelstandsinitiative? Bei tiefen Einkommen sollen mehr Personen ganz von der Einkommenssteuer befreit werden. Bei mittleren Einkommen soll die Steuerbelastung reduziert werden. Bei hohen Einkommen will die Volksinitiative die Steuerbelastung zusätzlich senken, indem die höchste Progressionsstufe von 13% abgeschafft wird. Was sind die Argumente der Initianten für die Mittelstandsinitiative? Es ist wichtig, dass reiche Steuerpflichtige im Kanton bleiben und hier ihre Steuern bezahlen und nicht in umliegende, steuergünstigere Kantone ziehen. Vom größten Teil der Steuerentlastung von 750 Millionen Franken profitieren der Mittelstand und Menschen mit tiefen Einkommen. Kanton und Gemeinden haben in den letzten beiden Jahren über 800 Millionen Franken zu viel Steuern eingenommen. Dieses Geld soll der breiten Bevölkerung zurückgegeben werden. Was sind die Argumente des Regierungsrates gegen die Mittelstandsinitiative? Kanton und Gemeinden haben in den letzten Jahren nicht zu viele Steuern eingenommen. Im Gegenteil. Haushaltsüberschüsse sind notwendig, um die bestehenden Nettoschulden von rund 8 Milliarden Franken abzubauen. Allgemeine Steuersenkungen bei der Einkommenssteuer drängen sich zurzeit nicht auf, da die steuerliche Belastung für mittlere Einkommen im Kanton Zürich im interkantonalen Vergleich bereits heute moderat ist. Die vorgeschlagene Senkung der Einkommenssteuer würde für den Kanton und die Gemeinden zu hohen Steuerausfällen von rund 700 Millionen Franken pro Jahr führen. Regierungsrat und Kantonsrat empfehlen ein Nein. Die beiden Initiativen schließen sich gegenseitig aus. Nehmen die Stimmberechtigten beide Initiativen an, entscheidet die Stichfrage. Weitere Informationen finden Sie in den Abstimmungsunterlagen des Kantons. Ja, Sie haben es gesehen, meine Damen und Herren. Und man kann, glaube ich, sagen, mit dem Video, und darum tun wir ja die Form wählen, kann man Steuervorlagen eigentlich anschaulich versuchen, überzubringen. Ich sage zuerst etwas zu diesen beiden Initiativen. Nachher werden wir, das ist ja gerade aktuell, noch etwas zum Steuermonitoring sagen. Und es tut eigentlich unsere Argumentation auch nochmal klar aufzeigen in dem Steuermonitoring, wo steht der Kanton Zürich und wie steht es um Besteuerung im Kanton Zürich. Zuerst zur Entlastungsinitiative. Auch hier, ich habe es schon manchmal gesagt, der Mittelstand wird heute schon günstig besteuert im Kanton Zürich. Das sieht man aus allen Zahlen heraus, wo wir nachher noch drauf kommen. Und gleichzeitig, dass man den Mittelstand entlasten will, unten entlasten, den Mittelstand entlasten und obendurch massiv belasten, meine Damen und Herren, ich, die Regierung und der Kantonsrat, ist nicht der Meinung, dass die Rechnung wird aufgehen wird. Weil gerade im Kanton Zürich kann man sagen, die Steuerprogression, das heisst, die viel verdienen,
die zahlen auch überdurchschnittlich viel Steuern. Wenn es einen Kanton gibt, wo es so ist, dann ist der Kanton Zürich sicher dabei, weil sie sehen ja auf dieser Folie 1,5%, das sind nicht so viele von den Steuerpflichtigen, verdienen 13%, fast 14% vom steuerbaren Einkommen, zahlen aber ein Viertel der Einkommensteuern. 1,5% zahlt ein Viertel der Einkommensteuern. Und diesen 1,5% sagt man jetzt, ihr könnt nochmal 20-30% mehr zahlen. Meine Damen und Herren, ich glaube, das geht nicht auf. Wir haben kein super Angebot für die Gutverdienenden im Kanton Zürich. Und gerade die Kreise, die sonst immer sagen, Steuern sind nicht alles, dass die jetzt unwendend entlasten. Unten könnte man ja noch darüber diskutieren, aber die Entlastung geht bei Verheirateten bis 120'000. Und einfach, um das noch mal ins Licht hineinzustellen, wir haben etwa 1 Million Steuerpflichtige im Kanton Zürich. Und durchschnittlich steuerbar Einkommen im Kanton Zürich ist etwa so gegliedert, dass 50% ein steuerbares Einkommen von 50'000 Franken ausweisen. Also Sie sehen da einfach, wir kommen in die Dimensionen hinein, die schmerzvoll sind. Und wir glauben einfach nicht, dass man unten in diesem Bereich so entlasten kann, oben mehr entlasten und interessanterweise die Rechnung dann auch aufgehen sollte. Weil die Initiative verspricht ja, das kostet gar nichts. Man macht 90% der Leute glücklich und es kostet nichts. Das wäre eigentlich ein gutes Resultat. Aber man muss noch daran glauben und ich kann Ihnen sagen, mir, der Regierung und dem Kantonsrat fehlt der Glaube. Und ich glaube auch, das ist meine tiefste persönliche Überzeugung, dass wenn ein Viertel der Bevölkerung keine Steuern mehr zahlen muss, dann ist das staatspolitisch auch nicht gut. Und darum glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man die Initiative ablehnen sollte, dass man keine Risiken eingeht. Und ich kann es eigentlich nicht nachvollziehen, jetzt nach 27 Stunden Budgetdebatte, wo man am Staat sagt, diese Aufgabe muss noch übernehmen, diese Aufgabe muss noch übernehmen und die andere Aufgabe muss noch übernehmen in dem gut laufenden Kanton Zürich und will mit so Hochrisikovorlagen all das, was wir hier haben, ein Stück weit in Frage stellen. Darum empfehle ich Ihnen das Nein. Gehen wir zur nächsten Initiative, zu der Mittelstandsinitiative. Auch die tönt unheimlich schön. Kommt einem fast vor wie im Märchen. Alle werden entlastet. Unten kann man entlasten, in der Mitte wird man entlasten. Und gerade in der Mitte, wo wir ja sonst schon hervorragend aufgestellt sind, ich erinnere Sie daran, Rang 4 oder 5 bei 100'000 Franken steuerbarem Einkommen. Auch dort will man entlasten. Und das alles nur darum, weil man das Gefühl hat, so können wir dann den 13er wegbringen. Man hat ja schon ein paar Mal versucht, den 13er wegzubringen im Kanton Zürich. Das ist außerordentlich schwierig. Wir wissen, dass wir bei den hohen Einkommen nicht gut aufgestellt sind. Aber wenn Sie noch mal die Einkommensstruktur anschauen im Kanton Zürich, wer wirklich so viel verdient, 3,5% der Steuerpflichtigen haben ein Einkommen, ein steuerbares Einkommen von über 200'000 Franken, ist es einfach politisch fast ein Ding der Unmöglichkeit, da grosse Gümpfe zu machen. Und darum sind wir dezidiert der Meinung, dass auch diese Initiative keine Jahr verdient, weil es ist mir schleierhaft, wer kann erzählen, dass die 750 Millionen für Kanton und Gemeinden, dass das einfach so verkraftbar ist. Wenn wir sie haben, die Finanzplanung sehen, wir rechnen in dem nächsten KEF mit einem Schuldenanstieg von etwa 3'000 Millionen, weil wir bauen im ganzen Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich, im Infrastrukturbereich. Wenn man das, was alles geplant ist, umsetzen will, dann kann man nicht noch auf 750 Millionen Steuerfranken für Kantone und Gemeinden verpflichten. Und ganz abenteuerlich wird es noch, wenn man sagt, die Gemeinden können nichts einsparen. Man kann die Pflegefinanzierung noch von den Gemeinden und auch noch vom Kanton übernehmen. Meine Damen und Herren, also die Leute, die das erzählen, muss ich sagen, die haben noch nie einen Blick in die Staatsrechnung.
gelegt. Und von dem her bin ich dezidiert der Meinung, mit der Regierung, dem Kantonsrat zusammen, dass man auch diese Initiative muss ablehnen. Um die Zahlen noch ein bisschen zu untermauern, könnt ihr noch schalten. Ein Blick in den Steuermonitor, den habt ihr, glaube ich, bekommen mit den Medienmappen. Sie sehen hier Bruttoeinkommen von 100'000 Franken. Und ich möchte noch einmal klar sagen, also wenn man 100'000 Franken Bruttoeinkommen hat, dann verdient man ein bisschen mehr. Oder? Dann verdient man wahrscheinlich als Ledigen etwa 110'000, je nachdem, zwischen etwa 110'000-115'000 Franken und als Familie vielleicht 20'000-30'000 Franken, die man abziehen kann. Und da sehen Sie, 1:1, bei 100'000 Franken ist der Kanton Zürich, ist er dann wirklich bei den Leuten. Und Sie sehen aber auch, dass Zucker, und Sie müssen auch zum Beispiel, wenn Sie den Monitoring führen, nehmen auf Seite 19, dort steht noch Verheiratete mit 2 Kindern mit einer 1 Million Einkommen. Dann sehen Sie auch den Unterschied zwischen den Zentralschweizer Kantonen, unseren Nachbarn. Dort ist der Kanton Zürich auf dem Rang 17, im Gegensatz zum Mittelbau mit Rang 4. Das wissen wir, dass wir da nicht so gut sind. Aber wir können es einfach nicht ändern. Aber wenn Sie glauben, mit der Streichung vom 13er können wir dann einen Zucker auf Zürich locken. Meine Damen und Herren, die Rechnung geht nicht auf. Das ist die Problematik, die wir drinnen stehen. Wenn Sie die sehen, die Innerschweizer Kantone, die sind für uns unerreichbar. Ich will es auch lieber anders. Ich bin der Letzte, der es nicht anders will. Aber ich kann es einfach nicht ändern. Und von dem her, glaube ich, kann man in dem Steuermonitoring, und ich lade es ein, schauen Sie dort ein bisschen rein. Es ist ganz eine spannende Materie. Es ist auch, zeigt auch auf, dass es wichtig ist, dass wir unterschiedliche Steuerfüsse in den Gemeinden haben. Weil es gibt beispielsweise auch Zürcher Gemeinden, die günstiger sind in gewissen Einkommensklassen als Schweizer Gemeinden. Das ist alles möglich. Aber von dem her glauben wir einfach, es ist wichtig, dass wir bei den Leuten bleiben. Und wenn sie noch schauen, kannst du noch mal schalten. Ja, noch zurück, sorry. Verheiratete mit 2 Kindern, auch dort, mit 100'000 Einkommen, also das wären 120'000-125'000 Franken Einkommen für eine Familie, da ist der Kanton Zürich bei den Leuten. Ich glaube, da haben wir einfach keinen Handlungsbedarf. Man muss wissen, wenn man dort etwas ändert, dann kostet es unsinnig viel. Oder? Und darum glauben wir einfach, die Initiative ist nicht durchdacht, weil erstens bei den oberen Einkommen, wo man das Ziel erreichen will, dass mehr Gutverdienende im Kanton Zürich bleiben oder sich ansiedeln. Da glauben wir, das geht nicht auf. Wir haben zum Glück gut verdienende Leute, die im Kanton Zürich wohnen, die auch hier hinzügeln. Weil die Infrastruktur hervorragend ist, die Lage sind hervorragend. Aber die auf die Steuern schauen, und da sehen Sie es noch einmal gut, die werden, auch wenn wir den 13er abschaffen, nicht von den Zentralschweizer in Kanton Zürich zügeln. Und darum ist der finanzielle Schaden, den diese Initiativen anrichten würden, nach unserer Einschätzung viel zu gross. Sie sehen auch auf diesen Listen, was bei den Gemeinden ausmacht. Oder? Es ist ja bei den Gemeinden auch. Bis jetzt hat man immer gesagt, Gemeinden, insbesondere auch bei der ganzen Staff, ist das Thema Gemeinde ganz etwas Wichtiges gewesen. Und von dem her sehen Sie, auch bei den Gemeinden gibt es unterschiedliche Auswirkungen, aber die sind gravierend. Und von dem her bin ich überzeugt, die beiden Initiativen sind keine Lösung für den Kanton Zürich. Machen wir kein Experiment mit dem Staatshaushalt. Die Lösungen überzeugen nicht. Darum lehnt der Regierungsrat, der Kantonsrat beide Vorlagen ab. Weil Experiment in diesem Bereich brauchen wir keine. Die sind nicht zielführend und bringen den Kanton Zürich nicht weiter. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke vielmals meinerseits auch dir, Ernst Stocker, dem Finanzdirektor, für das engagierte Votum. Damit wären wir am Ende von unseren Präsentationen von diesen vier Vorlagen und wir hätten auch noch Zeit für Sie, falls Sie Fragen hätten an uns. Offenbar ist alles klar. Oder haben Sie eine Frage? Ja. Wegen der Stichfrage bei den beiden Steuerinitiativen hat sich der Regierungsrat da auch Überlegungen gemacht? Ja, ich glaube, besser wäre, wenn wir die Stichfrage auch wieder nein schreiben. Eine klare Haltung. Haben Sie noch weitere Fragen? Ja, bitte. Ja, ich habe eine Frage zum Rosengarten und zu den 56'000 Fahrzeugen. Also in der Vorlage steht, Sie wollen es mit einem Monitoring messen. Genügt das? Ja, das Monitoring hat das Parlament, hat ja das steht im Gesetz, oder, dass man das Monitoring macht. Und mit dem schaut man ja mal schauen, wie sich der Verkehr entwickelt. Und Sie werden in der Vorlage auch lesen, dass Regierungsrat und Stadtrat sich einig sind, dass wenn das überschreitet, dass es Massnahmen braucht und dass wir miteinander, wir können das ja nur miteinander machen, auf Stadtgebiet Zürich dann die entsprechenden Massnahmen in den Weg leiten, weil die 56'000 Fahrzeuge, die sind Bestandteil von dieser Vorlage. Die sind auch übrigens immer klar im Parlament. Man hat einfach keine Zahl eintragen, aber es war immer klar, dass die 56'000 Fahrzeuge pro Tag gelten. Und das ist von Anfang an, seit dieser Vereinbarung, wo eben der Ernst Stocker, mein Vorgänger, als damaliger Volkswirtschaftsdirektor mit der Frau, damaliger Stadträtin, Genner abgeschlossen hat. Und das gilt auch heute noch. Und die Massnahmen, die wird man müssen miteinander zwischen Stadt und Kanton vereinbaren. Es ist so, dass der Kanton hat die Verantwortung für den Tunnel hat. Es ist ein kantonaler Tunnel und im Übrigen hat die Stadt die Verantwortung, insbesondere auf der Rosengartenachse. Das sollte ja zu einer städtischen Achse werden und da ist auch das ganze Verkehrsregime obliegt. Wir haben ja auch im Übrigen eine Delegation an die Stadt Zürich in der Verantwortung dann von der Stadt Zürich. Und was könnte das für Massnahmen sein, zum Beispiel? Also ich gehe davon aus, dass das verkehrslenkende, verkehrssteuernde Massnahmen sind, weil der Verkehr ist ja, der Rosengarten, habe ich gesagt, ist im Herz von dem, vom Kanton, aber auch von der Stadt. Und da wird man müssen mit Verkehrssteuerung, das fällt ja schon außerhalb von der Stadt an, über Schwammendinge, wo wir jetzt ja die Einhausung machen, bis Rosengarten, bis weit über Stadtgebiet raus, das wird man zusammenhängend müssen anschauen. Haben Sie noch eine Frage? Antwortet, danke. Ja. Ja. Hat es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank auch für Ihre Berichterstattung. Und wir stehen noch beide zur Verfügung, falls Sie noch das eine oder andere Information brauchen. Damit wäre der Anlass geschlossen.